Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einer neuen Folge Transportfieber. Letzte Mal hatten wir ja das Theater, dass die LKWs gar keinen Stahl abgeholt haben. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Und zwar, wenn wir jetzt hier auf die Lok gehen, Fahrzeug, und wir wollen so verändern, hier auf den Containern steht eindeutig Stahl. Ja? So, ich gehe jetzt hier drauf. Ich habe die Container hier. So, das sind die. Ich kann ruhig noch mal welche dahinter hängen. Aber es ändert sich hier nichts. Gehe ich aber jetzt hier drauf und ändere das und nehme die hier weg und nehme zum Beispiel, mal gucken, den hier, da steht auch Stahl, und kaufe den fünfmal oder sechsmal, ist ja egal, den, so, sagen wir mal sechsmal, und sagt dann ändern, haben wir jetzt zwar auch Holz da stehen, aber bei dem Versuch letztens hat der gutste Wagen Stahl transportiert. Mal gucken, wenn wir den noch dahinter hängen. Nein, das macht er jetzt ja nicht. So, bei dem Zug so, den noch dahinter hängen. Dann erhöht sich das, aber der LKW hat auch Stahl transportiert. So, jetzt wollen wir mal weiterschauen. Wir gehen jetzt hier nochmal rein. Wir wollen das ändern. Ich mache jetzt mal den Anhänger weg. Warte mal, der fährt 160. Ja, dann machen wir die alle weg hier. So, und nehmen den hier, weil er ja damit schneller fährt. Zwei. Wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Seht ihr, jetzt lädt er Stahl. Und jetzt laden auch unsere LKWs. Das ist der 9er, der macht es ja nun nicht. Also der macht schon, aber nicht für uns. Ich weiß gar nicht, wo jetzt unsere wieder sind. Die sind jetzt wieder hier unter ferner Liefen. So, ich halte den Zug mal an. So, das müsste einer sein, der Stahl holt. Ja. Aber wo liefert er den Stahl jetzt hin? Da oder da? Das ist jetzt eine gute Frage. So, jetzt müssten wir die Linie ja nochmal ändern. So, machen wir das Teil weg und sagen ihm, er soll es hierhin liefern. Müsste es genauso funktionieren. So, jetzt schauen wir mal, ob er holt wieder keinen Stahl. Also vorhin hat er es so schön gemacht und jetzt macht er es auf einmal wieder nicht mehr. Oder fährt er jetzt noch da hin und holt Stahl? Nee, macht er nicht. Er tut es wieder nicht machen, was er soll. Also irgendwie ist hier der Wurm drin. Es kann natürlich aber auch sein, dass der Bahnhof sich das von den Lagern gar nicht holt. Aber das weiß ich jetzt gar nicht so. Wenn ich den jetzt anhalte, so, und hier die Linie wieder umändere, dass ich ihm sage, er soll es nicht nach da liefern, sondern nach da liefern. Ich weiß nicht, dann sieht es wahrscheinlich schon wieder ganz anders aus. Jetzt müsste ich nur den LKW wieder finden, da ist er. Drehen und weiterfahren lassen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, das ist auch ein 16er.
Aber hier liegt ja auch überall Stahl. Also müsste das ja da auch laden. Lassen wir uns mal überraschen, ob er es jetzt macht. Jetzt lädt der Stahl. Also, seht ihr, wir können es nicht zu den Häusern hier liefern. Hier. Wir müssen es hier hin liefern, damit es hier am Bahnhof gestapelt wird. Das war der ganze Fehler. Der Bahnhof holt sich die Sachen von hier nicht. Die Sachen, die geliefert werden hier zum Bahnhof hin, die werden hier reingepackt, aber andersrum wieder nicht. Also wieder so ein Kurioses, was wir gefunden haben. Ja, das passt auch schon. So, jetzt habe ich ja den Zug angehalten. Jetzt warten wir mal, bis unsere LKWs, die eigentlich einen ziemlich langen Weg haben, finde ich, aber ich glaube, ich kann. Hier keine oder kann ich? Also so steil jetzt auch wieder nicht. Ja, aber das ist zu tief. So, neuen Zubringer bauen. Das Problem wird nur sein, dass wir mit dem Gleisen dann nicht mehr weiterkommen. Aber wir können es ja einfach probieren. So, ziehen wir hier mal weiter. So, gucken, ob wir hier reinkommen. Ah, das ist aber ziemlich gewagt, glaube ich, weil es ziemlich steil ist. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die Linien sich das ändern. Ja, die ändern das auch alle. Aber irgendwie gefallen tut es mir nicht. So, hier ist dann jetzt der mit dem Stahl. Also wir können nicht nach da liefern, wir müssen nach dem Bahnhof liefern. Also müsste der Bahnhof ja eigentlich noch einen eigenen LKW-Port haben. Es ist kurios, ne? Was zum Bahnhof geliefert wird, kommt auch da an. Und jetzt haben wir hier Holz und Stahl im Dings. Jetzt kommt wieder Stahl. Jetzt läuft's. Ja, also, der Bahnhof muss einen eigenen Port haben, wo es hingeliefert wird. Gut, gut zu wissen. Aber wie gesagt, das machen wir mal weg. Das sieht bescheiden schön aus. So, fahren Sie halt ein bisschen länger, können wir nun nichts dran ändern. So, du ans Zug, du kannst dann wieder drehen und zurück. Müsstest ja dann den Stahl aufnehmen, der hier liegt. Aber guck mal, das Holz wird hier hingeliefert und kommt hier in die Halle. Was zur Halle geliefert wird, kommt aber hier nicht an den Bahnhof. Tja. Jetzt ist natürlich die Frage, könnten wir jetzt die anderen Anhänger auch nehmen? So, versuchen wir es einfach nochmal. So, nehmen wir die mal weg hier. So, und dann müssen wir aber nicht die nehmen hier, sondern die. Hier ist nämlich Stahl mit drin. So. Ändern. Hier wird jetzt alles angezeigt, nur kein Stahl. Ah, probieren wir es einfach aus.
befürchte, dass der auch gar keinen Stahl mitnimmt hier. Oder? Wenn die Anhänger das dann nicht schaffen. So, Stahl liegt ja am Bahnhof. Schicken wir nochmal zurück. Sonst wechseln wir nämlich die Anhänger und dann habe ich die Nase voll hier. Warum steht denn dabei, dass die Stahl transportieren, wenn sie es dann doch nicht machen? So, jetzt kommt Lad Stahl und dann ist gut. Nö, hat keinen Stahl geladen. Stopp. Ja, das ist doch wieder Blödsinn. Großer Blödsinn. Was liegt denn jetzt hier an Stahl rum? 5. Ja, das ist aber doch der Stahl, den die Linie hier bringt. Das ist die, ja. Hier liegt für Linie 5 Stahl rum. Und Holz. Holz brauche ich aber keins. So, testen wir es nochmal. Was bringt der? Der bringt auch Stahl. Wo bringt der das denn hin? Wieso bringt der jetzt Stahl, Cargo, Holz? Hä? Der hat doch Stahl drauf. Okay, er macht's nicht. Wieso transportiert der eine jetzt Stahl? Er transportiert Stahl, obwohl er hier überhaupt gar keinen Stahl hinliefern soll. Was ist das denn für eine Linie hier? Was holt der überhaupt? Der soll doch Holz holen, oder? Bretter. Aber für was holt er Bretter? Für was holt er Bretter? Die blaue Linie. Der holt die Bretter hierfür. Nebengleis. Da soll er aber gar keine Bretter holen. Du sollst hier hinfahren und nur, nee, jetzt bin ich aber bald so durcheinander, dass ich gar nicht mehr weiß, was er machen soll. So, das hier weg. Du sollst hier hinfahren. Das ist aber doch der gleiche. Dann sollst du hier hinfahren und von Nebengleis sollst du Bretter holen. Und da Bretter hinbringen. So, jetzt haben wir das. So, jetzt machen wir hier uns den Zug zunutze. Da liegt aber jetzt schon genug Stahl. Eins. Ein Stahl liegt da. Ja, ich nehme an, dass die LKWs wieder nichts holen, weil ja keiner da ist, der es abholt. Hier, das ist der, der Bretter holen soll oder bringen soll.
Der soll Stahl holen, mal gucken, ob er es tut. Ja, fahr einfach durch den anderen durch, egal. So, es gibt wieder so eine Folge, wo wir nur suchen. Ist halt so, tut mir jetzt echt leid, aber was soll ich machen? So, ich nehme an, dass der jetzt auch gar keinen Stahl lädt, weil gar keine Abnahme da ist. Seht ihr? Also müssen die Anhänger weg. So. Dann hätten wir das. Den schicken wir jetzt wieder zurück. Komm, zurück. So, dich schicken wir auch wieder zurück. Und fahr los. Na komm. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier so ein... Der gilt für alles, für alle Bahnsteige. Das ist schon mal gut. Wenn ich aber jetzt hier den hier hinsetzen würde, dann wird der auch für alles gelten. Okay. So, er hat Stahl geladen. Zwar nur eins, aber egal, er hat. So, jetzt muss ich mal gucken, diese Anhänger. Diese Lok möchte ich jetzt noch mal bearbeiten. Warum macht er das jetzt wieder nicht mehr? So. Müssten wir dann auch mal hier, aber der braucht das Werkzeug gar nicht mitzubringen nach hier, weil da haben wir ja genug von. Die produzieren ja ihr Werkzeug. Ja. So. Wie gesagt, die eine Linie, die müsste. Aber Holz haben wir jetzt auch keinen Vorrat mehr hier. Was ist das denn jetzt hier? Der müsste da Holz holen. So, der Benzinzug kommt. Der hat auch Benzin dabei. So. Okay, der lädt da wieder Benzin aus. Das passt. So, der LKW, der lädt jetzt den Stahl hier ab. So, jetzt hat der Bahnhof Stahl. Jetzt müssen wir mal gucken, hier kommt der Zug mit Holz, hat aber wenig Bretter. Aber er bringt ja Bretter, das ist ja schon mal egal. Hauptsache, es kommen Bretter an. So, und diese eine Linie hier, wo ist er, diese Holzlaster? Wenn ich sie jetzt finde. So, jetzt muss ich aber noch mal schnell gucken. Hier diese Holzlaster. Die haben hier die Linie. Holen hier am Nebengleis, da. Das ist Nebengleis. So. Der holt Holz ab.
und bringt es dahin. Genau. So, das können wir ja gleich gucken. Da ist ja der Holzlaster. Oh, ist das immer hier eine Schwierigkeit. So, jetzt komm, hol Holz, damit Werkzeug produziert werden kann. Los. Aber könnt ihr mal sehen, das liegt nur an LKWs und an den Anhängern. Die Containeranhänger zeigen zwar an, dass sie Stahl transportieren können, aber sie machen es nicht. So, jetzt ist die Folge schon wieder fast vorbei und wir haben wieder die ganze Zeit nur Fehler gesucht. So, der kriegt so langsam, aber sicher seine Erzsachen voll. Der hat genug. So, die Fabrik hier drüben, die produziert auch ziemlich gut. Stärke 2. So, wir müssten nur mal gucken, dass wir dann vielleicht von der Fabrik Brot nach hier hinkriegen. Ist natürlich jetzt die Frage, ob ich jetzt hier... Das hängt aneinander. Also ich nehme an, dass der das Brot dann dahin bringt. Aber ob es abgeholt wird, ist wieder die Frage, ne? So, gucken wir mal. So, brauchen LKWs. So, die Aldi. So, und zwar eine neue Linie von der Brotfabrik hier. Nach hier. So, jetzt müssten wir dann gucken, dass wir hier noch einen Bahnhof hinkriegen. Hier? Nein, kein Bahnhof. Ein Hafen. Passagiergüter, genau. So, Güter. Drehen wir ein bisschen. So, ein bisschen in die andere Richtung gedreht, dass es ein bisschen aneinander passt, so. Müssen wir dann mal hier eine Straße daherlegen. Ich hoffe, dass es da jetzt nicht auch so ein Theater gibt. Eine kleine Straße machen wir dann halt. Eine kleine Straße daraus. So. Eine kleine Straße. So, dann passt das nämlich auch dahin. So. Dann müssen wir mal schauen, dass wir einen Frachter kriegen. Ah, das ist alles zu weit weg hier. Müssen wir mal schauen, ob wir nicht hier auch noch so ein Teil hier hinsetzen. So. Jetzt mal gucken, ob wir einen Frachter finden, der Brot transportiert. Alle. Hier, der würde Brot transportieren, der Personen. Ja, ich weiß nicht, ob der 70. Ja, nehmen wir den einfach mal.
So, und sagen dem einfach hier neue Linie. Von hier nach hier. So. So, war das jetzt dieser hier, der da? Ne, hier. So. Jetzt müsste hier ein Port irgendwie hin, dass er dann das Brot auch abholt. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. So, lasst uns erstmal da gucken. Das ist alles noch nicht das, was mir so gefällt. So, machen wir jetzt. Ich glaube, der kann auch nur Getreide holen. Brot kann der, glaube ich, nicht liefern, ne? Doch, der könnte auch Brot liefern. Ja, das wäre dann auch noch eine Maßnahme. So. Was machst du? Du holst das Getreide ab, ja? Hier liegt Brot rum. Du holst das Brot bitte, hoffe ich mal. Ja, es ist noch kein Bedarf da, deswegen macht er das nicht. Wir müssten jetzt hier denen sagen, wir brauchen Brot. Nein, nicht beenden. Fortfahren. So. Da kommen die Züge an. Aber wo will ich jetzt hier einen Port hinbauen? Kann ich den? Das ist alles zu groß hier. Auch wenn ich den drehe, ja, so könnte es gehen. An der Straße. Jetzt ist nur die Frage, hängt das? Hängt dran, ja. So, jetzt müssten wir gucken, dass wir dann hier rüberkommen irgendwie. Das schaffen wir nicht. Hier rüber schaffen wir auch nicht. Aber wir könnten ja mit der Straße hier so dran gehen. So. Aber dann müssten wir mit der Straße auch hier dran gehen. So. Sonst wird das hier nicht funktionieren. So, die wollen jetzt hier Brot haben. So. Und wo möchten sie das Brot haben? Da. Dann kriegen sie jetzt hier ein Gebäude hin, so. Dann machen wir eine neue Linie. Aber das hätte ja da auch schon gepasst beinahe, oder? Ja, dann brauchen wir die doch gar nicht hier, den Porter. So, dann machen wir eine neue Linie. Von da nach da meckerte. Ja. Aber nach da nicht. So. Jetzt hätten wir die Brotlinie. Jetzt müssten wir nur noch LKWs haben, die das Brot holen. Fahrzeug verkaufen, ja.
So, da können wir dann Rewe nehmen. So, und setzen den dann auf die Linie. Ich weiß nicht, welches war. Linie, eine Orangen war es auf jeden Fall. Ohne Name. Ja, die ist das. So, dann müssten die ja jetzt Brot holen. Und der müsste eigentlich ich habe doch jetzt nicht den gekauft, für Passagiere zu holen. Hallo? So, das ist aber doch jetzt nicht der Ernst von denen hier, oder? Da steht Gütertyp alle. Hat der auch. Ist der das? Linie 19. Ja, scheint, dass der das ist. Wenn ich jetzt hier drauf gehe auf Fahrzeug, dann ist der das. So, jetzt produziert er schon ein bisschen mehr Brot hier. So, Freunde, das Ergebnis zeige ich euch in der nächsten Folge, weil sonst wird die Folge wieder zu lang. Wir haben uns ja jetzt mit dem ganzen Kladderadatsch ein bisschen aufgehalten. So, einen schnellen Abschied wünsche ich euch. Einen schönen Tag. Bleibt mir gewogen. Bis demnächst, euer Donny.